So, und damit howdy und willkommen zurück hier zu Red Dead Online. So, gucken wir mal, nachdem wir hier... Ih, was ist das denn? Git. Ich bekomme gerade Saw-Flashbacks irgendwie. Hä? Okay. Er scheint irgendwie Wissenschaftler oder so gewesen zu sein. Ne? So ein bisschen Experimente. Ih, oh Gott, da wird er immer schlimmer. So, was haben wir da Schönes? Schlangenöl, aha. Ja, mal Schlangenöl, könnte schon mal. Auch so seinen Wert. Alter. Oh. Hier haben wir wieder eine Tarotkarte gefunden. Cool. Ja? Sehr schön. Damit müssen wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 haben. Vielleicht mal, ob wir hier noch mehr finden. Ja, da haben wir wieder was. Ha? Raubtierköder. Na gut. Alter, was zum Geier hat denn der für Experimente hier gemacht? Wow. Es ist ein bisschen creepy, was auch immer der hier macht. Es ist leicht creepy. Hm. Naja. Ich hoffe mal, der Typ ist nicht mehr hier. Macht mir ein bisschen Angst. Und Nachttisch. Gucken wir mal, was noch. Aber es, dadurch, dass hier noch jemand zu wohnen scheint, war hier auf jeden Fall größeres. Mit Loot anscheinend. Alter. Ich hoffe mal, der hat nur Experimente an Tieren gemacht. Ne? Aber wenn ich das hier so sehe. Alter. Du musst ein ziemlich durchgeknallter Hillbilly gewohnt haben. Machen wir mal alle Schubladen auf. Das ist irgendwo was. Besonders denn? Ah, das ist eine Taschenuhr, seht ihr? Sehr schön. Die bringt jetzt auf jeden Fall schon mal wieder ein paar ordentliche Dollar. Und da Schönes? Arznei. Hm? Auch gebrauchen. Finden wir tatsächlich relativ viel hier. Aktien? Das sah aus wie Aktien oder so. Oh, da haben wir auch wieder was. Eis. Schlangenöl. Schlangenöl können wir bald handeln, im wahrsten Sinne. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, wie es aussieht. Können wir mal eine Etage tiefer gehen. Abgeschlossen, ernsthaft? Mist. Mal interessiert, was im Untergeschoss noch gewesen wäre. Aber interessant hier. Haben wir mal einen Point of Interest gefunden, den vielleicht die meisten noch nicht gesehen haben. Ja, die Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Ja, durch die Tür scheint es ja nicht zu gehen. Hä? Aber ich komme auch aus dem Fenster nicht mehr raus. Das ist natürlich nicht so geil. Oder stell mich einfach nur zu blöd an. Das kann es natürlich auch sein. Möchte ich nie ausschließen. Ah, okay. Es war zweiteres. Gut, dass wir drüber geredet haben. So, sind wir hier auch durch.
Wir haben aber auf jeden Fall jetzt immer mal öfter die Augen offen halten, wenn wir jetzt hier in so ein Waldgebieten sind. Ob wir noch weitere Pilze uns finden. Oh, das ist ein Reh. Und noch ein, nee, doch ein Reh. Mehrere Rehe. Könnte man natürlich wieder überlegen. Nebenbei mitnehmen oder nicht mitnehmen. Noch mal hier ein bisschen rum, ob wir hier vielleicht noch irgendwo ein paar Pilze oder sowas finden. Wir müssen halt auch immer im Hinterkopf behalten, die Tiere, die wir erlegen, die verfaulen irgendwann. Wir müssen also immer darauf aufpassen, dass wir die rechtzeitig wieder abliefern. Ein Reh. Problem ist halt auch, mir gehen langsam so ein bisschen die Gewehrkugeln aus. Muss also wohl oder übel dann demnächst mal Gewehrkugeln nachkaufen. Müssen mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwelche Gegenstände noch haben, die nur Ausdauer erhöhen. Ja, das hier zum Beispiel. Ausdauer-Tonikum. Hm. Das Problem erstmal wieder erledigt. Ganz schön unfreundlich, glaube ich das. Wenn sie landen, soll ich mal meinen Colt ziehen? Was ein Unverschämten hier. So, eine große Ranch war, glaube ich, noch in der Nähe irgendwo. Hier unten. Hier werden wir auf jeden Fall nochmal hingucken. Wir können uns natürlich auch hier überall nochmal umgucken. Ne? Gehen wir mal die kleinen Gebiete hier nochmal ab, bevor wir dann zu dem großen nochmal reiten. Hm, also Rehe scheint es hier ganz gut zu geben. Ja. Ordentlich viele Rehe. Jetzt wieder Augen offen halten nach Kräutern. Hier ist aus wie dieser Truthahn da dran hängt, ne? Das hier? Ne, ist ein Stein. Gucken, ob wir die Pflanzen hier vielleicht mitnehmen können. Ist das irgendwas zum Einsammeln? Nee. Okay. Naja, hätte ja sein können. Ne? Eine Distel oder irgendwas. Nee, ist aber leider nichts. Boah, die ziehen uns aber auch ganz schön ab hier mit dem Geld, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir nebenbei vielleicht mal die eine oder andere Aufgabe noch finden. Wir hatten ja heute eine Tagesaufgabe noch, 3 braune Fledermäuse zu erledigen. Oh, hier gibt es ja Kräuter. Hier gibt es wieder Kräuter. Die wir natürlich mitnehmen werden. Es wird langsam schon wieder dunkel hier, ne? So, können wir nämlich nebenbei immer gleich nochmal das eine oder andere an Fortschritt fertig machen. So. In der Hütte, da scheint tatsächlich sogar wer zu wohnen. Dass ich aus dem Augenwinkel richtig sehe. Oh. Können wir gleich nochmal Gold-Johannisbeeren sammeln. Cool. Machen wir mal ein Überfallkommando hier mitten in der Nacht. Hm?
dem Bewohner des Hauses, wenn wir gleich mal einen riesen Schreck ein. So, weiß ja noch irgendwo was? Hier einmal sind. Scheint aber alles gewesen. So, lass mal unser Pferd ruhig mal da vorne stehen. Sind sie aber auch total schnell ran hier von wegen, uns Geld abzuzwacken. Gruselige Hütte in der Nacht hier. Gucken, ob der Besitzer zu Hause ist hier. Auch wieder so eine Hillbilly-Siedlung hier, ne? Ein kleines Häuschen hier. Irgendwas, was wir einstecken können? Und wenn ich hier irgendwas klaue, dann wird er mich doch garantiert über den Haufen ballern. Ich habe ihn am Leben gelassen. So viel möchte ich schon mal sagen. Es ist nicht so, dass man umgenietet hätten. Ach, der liegt im Weg. Warte mal, ich muss den mal woanders hinpacken. Der liegt mir hier gerade so ein bisschen im Weg. Komm mal mit, Bürschchen. Pack nicht mal woanders hin, wo du nicht so im Weg liegst. Oh Gott, somebody help me. Nur ab mit dir ins Gebüsch. Da bleibst du liegen, Freundchen. Hm. Ich will hier in Ruhe alles durchforsten. Schnappen wir uns noch mal ein bisschen Zeug. Na gut, den Apfel vielleicht nicht gerade, der sieht nicht mehr so frisch aus. Oh. Wir haben einen neuen Hut. Sehr schön. Schwarzgebrannter. Hm? Schon mal nicht schlecht. Noch irgendwas, was wir mitnehmen können? War's, glaube ich. Ach, das war. Tja, tue ich dem Gefallen, wenn ich ihn losschneide? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen ihn mal geknebelt. Nicht, dass er noch auf die Idee kommt, einen Revolver zu holen und mich hier abknallen zu wollen. Haben wir hier ein paar Eier? Schade. Naja, aber ein bisschen was konnten wir trotzdem mitnehmen. Oh, den werden wir mal schön da liegen lassen. Kann sein Leben mal überdenken. Ja, die Pflanzen sehen doch aus, genau. Ob wir die essen können. Nehmen wir die Sachen doch direkt mal mit hier. Den ganzen Tabak und die ganzen Pflanzen, die wir hier so kriegen. Noch mehr Pflanzen? Nicht alle.
ansonsten alle. Gut. Steigen wir mal auf. Reiten mal zum nächsten Haus. Gucken wir mal, wo uns die nächste Reise hinführt. So, hier waren wir jetzt. Ich würde fast sagen, wir gucken uns einfach hier mal um. Das sieht ja nach ein bisschen größeren Gelände aus. Vielleicht finden wir da sogar ein bisschen mehr Loot. Oh, er scheint sich befreit zu haben, ne? Scheint sich befreit zu haben. Aber durch die Aktion scheinen wir kein Kopfgeld bekommen zu haben. Ach, das ist ein Fuchs wahrscheinlich, ne? Hat sich angehört wie ein Wolf. Okay, hier scheinen auf jeden Fall Leute zu wohnen. Sieht mir so ein bisschen nach einem Banditenversteck aus, ne? Werden wir wahrscheinlich gleich jemals die Hucke voll gehauen kriegen. Das sieht mir doch nach einem etwas gefährlicheren Ort aus. Mit dem Banditenlager sein. War zum Glück keiner drin, okay. Gut, dann räubern wir gleich mal wieder die Hütte leer hier, ne? Alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir gleich mit. Wird schon keiner vermissen. Nachttisch ist leider nichts Großartiges drin. Das war's schon. Hier in der Tasche vielleicht. Okay. Würde ich was sagen, wir schleichen uns mal so ein bisschen hier rein. Dadurch, dass ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Ich weiß halt nicht, was das hier für ein Ort ist, ne? Es ist halt wirklich, da sitzt auf jeden Fall schon mal eine Wache, wie es aussieht. Das heißt, von da aus ranschleichen wäre schon mal nicht so clever. Archer Creek. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr banditenmäßig, muss ich sagen. Da läuft auch eine Patrouille, okay. Ist doch eindeutig ein Banditennest hier. Doch bestimmt ein Banditennest hier. Oh, Kacke. Ich dachte schon, da ist jemand gefesselt. Ich dachte gerade schon, da ist jemand gefesselt. Scheint zu sein, Zweck zu haben. Scheiße, hier sitzen zwei Leute. Ach du Gott. Meine Freunde, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir gerade einen sehr guten Spannungsbogen aufbauen, machen wir hier mal einen kleinen Cliffhanger.
ob wir hier wirklich in Trouble geraten. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Gerne wieder fleißig kommentieren, fleißig Däumchen hinterlassen. Und dann sehen wir uns hier schon sehr bald in der nächsten Folge bei Red Dead Online. Bis dahin, immer genügend Zielwasser und ciao, ciao.